Echt nett, dass ihr mich besuchen kommt, Jungs, aber ich arbeite hier. Ja, ja, ich kenne den stressigen Teil bei deinen Überwachungen. Gib mir ein Bier. Und das machst du wirklich den ganzen Tag? Du beobachtest untreue Ehemänner? Manchmal, ja. Den verfolge ich schon seit Monaten, aber ich habe noch nichts auf Band. Kommt, wir gehen in die George Street. Die Ladies mögen mich lieber, wenn sie angesoffen sind. Was haben wir denn da? Ah, für die Freundin. Ach, das ist aber süß. Oh, Allison Jenkins, Mann. Das ist die schärfste Anwältin der Stadt. Und ich bin natürlich der schärfste Anwalt. Gib her. Oh, hey. Oh, geil. Darf ich das behalten? Gib her. Nein. Los. Nein. Oh. Hi, meine Süße. Ich hätte es gerne im Bett ein bisschen härter. Was machst du immer mit mir, wo ich so drauf stehe? Was? Jake? Hi, entschuldige, das war mein bescheuerter Bruder. Du arbeitest noch? Ja, es wird wohl noch eine Weile dauern. Also, wenn es nicht zu spät werden sollte und du vorbeikommen willst, dann komm, okay? Ja, mal sehen, wie das hier läuft. Und Leute, wie steht mir das? Hervorragend, was? Ich bring dich um, gib's her. Wie? Du warst nicht gemeint. Ich hab hier nämlich was für dich, weißt du, darum ging es gerade. Ich werde es dir später geben, vielleicht heute Abend oder morgen. Okay. Bis dann. Wenn du das noch einmal anfasst, breche ich dir den Finger. Na gut. So ein teures Geschenk macht man doch nur, wenn man ein schlechtes Gewissen hat. Oh, hey, wow, warte. Ist das nicht der untreue Ehemann, der da kommt? Also, Freunde, wie gesagt, war schön mit euch. Ich muss arbeiten. Der macht ein spezielles Klopfzeichen. Oh, dann wissen wir ja, was jetzt kommt. Stripperin. Also, ihr könnt hier warten oder nach Hause fahren. Ich muss da rein. Ich will Titten sehen, verdammt. Ja, und ich weiß, wie das Klopfzeichen geht. Ah. Du auch? Er braucht uns. Los, wir gehen rein. Mann. Hey, ich habe ein gutes Gefühl. Ich glaube, wir werden geile Weiber sehen. Wow, da sind ja alle hochrangigen Richter und Anwälte versammelt. Ja, so eine Art Geheimgesellschaft. Darf ich mich setzen? Herr Bürgermeister. Jake. Hat die High Society heute frei? Ich will nur etwas Spaß haben. Das sieht bei Ihnen aber nicht gerade spaßig aus. Also, wie hoch ist das bei Ihnen? Keine Bewegung! Los, die Flaschen hoch! Macht eure Taschen leer! Portemonnaies, Uhren, Schmuck! Wird frei! Okay. Alles da rein! Oh, was soll denn das, Mann? Halt's Maul, mach die Taschen leer! Ich hab aber nichts, was ich rausnehmen könnte. Jake, sei kein Idiot. Na, mach schon! Hier bitte. Alles! Schön brav sitzen bleiben. Ladies? Ah, klasse! Hab ich's euch nicht gesagt? Halt's Maul! Jeder kommt mal dran. Verdammt. Reg dich ab, Jake. Es gibt Schlimmeres. War doch nur eine Halskette. Was ist? Es ist deine Schuld, dass ich die verdammte Halskette überhaupt damit reingenommen habe. Meine Schuld? Jetzt mach mal einen Punkt. Ist doch wahr. Na schön, ich kauf eine neue. Was hat sie gekostet? So viel? Was ist passiert? Mein Rücken bringt mich um. Ich habe ihn mir gestern Nacht verrenkt. Brauchst du Schmerzmittel? Ich kenne Typen in der Stadt. Hört auf, das war ein Witz. Was ist mit ihm? Jemand hat ihm die Halskette für seine Freundin geklaut. Das war ein Überfall. Ich brauche deine Hilfe. Ich glaube, ich könnte. Nein, kannst du nicht, Malachi Doyle. Der Doktor hat's verboten. Keine Chance. Er bleibt bei mir. Aber dir könnte doch Christian helfen. Nein, der ist mir schon eine große Hilfe gewesen, nicht wahr? Dann mache ich's lieber allein. Oh, na klar, helfe ich dir. Das wird ein Spaß. Gut. Und jetzt raus. Beide. Geh mir nicht immer hinterher. Ich gehe dir nicht hinterher. Okay. Oh Mann. Ich glaube, jetzt habe ich mir den Rücken wirklich verrenkt. Ich fühle mich nicht gut dabei, die beiden anzulügen. Ist nicht meine Stärke. Aber du bist mir was schuldig. Ich warte seit Monaten vergeblich auf unsere Flitterwochen. Einen Tag. Mehr verlange ich nicht.
Okay. Machen wir. Außerdem können Jack und Christian sich so mal wieder näher kommen. Wenn sie sich währenddessen nicht umbringen, ja. Ja, wenn ich schuld bin, dass du das Geschenk verloren hast, dann will ich dir auch helfen, es zurückzubekommen. Ich muss mich konzentrieren. Halt die Klappe. Was für ein Geschenk? Was ist es? Ist es für mich? Ja? Ein Richter und die Hälfte der Anwälte der Stadt haben Poker gespielt. Also eine Versammlung der Machtgierigen. Der maskierte Räuber macht von allen delikate Fotos. Wenn du ihn anzeigen willst, landet dein Foto auf der Titelseite der Zeitung. Guter Trick. Oh, das Geschenk war für Allison. Was war's denn? Vielleicht ein Verlobungsring? Willst du bald heiraten? Es war eine Halskette. Und wer hat dir erlaubt zu reden? Ich hab doch nur laut nachgedacht. Bist du beim Friseur gewesen? Nein? Preisfrage. Wieso war der Bürgermeister da? Wo? Lass uns den Räuber finden. Los! Hör auf. Jake? Hallo? Lassen Sie mich raten, Sie brauchen Pokertipps. Nein, nein. Eigentlich rufe ich an, weil ich mit Ihnen sprechen will. Wirklich? Mel hat einen Nerv eingeklemmt. Oder das ist ein frühes Stadium von Knochenschwund. Er ist nicht mehr so gelenkig wie früher. Was kann ich für Sie tun? Nein, nein, nicht am Telefon. Können wir uns treffen? Wie gelenkig bist du? Oh, hey! Ich bin ziemlich beschäftigt im Moment. Kommen Sie, Jake, das wird nur ein paar Minuten dauern. Und gibst nein, du Hilfe, auf? Hilfe, auf! Sonst, Jake, hilf mir bestimmt! Dann aber jetzt sofort. Jetzt? Ja, sehr gut, das passt perfekt. Stopp, hör auf, Jake! Was ist? Wo gehen wir hin? Hey, ich verteidige so lange das Büro. Das Vor. Habt ihr Hunger? Ich hab Sandwiches gemacht. Okay. Weiter. Ich dachte, wir wären allein. Ich gehöre dazu. Ach, das ist mein Bruder. Ignorieren Sie ihn. Gut. Also, das ist klasse. Danke. Danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Sie werden sicher verstehen, dass ich sehr besorgt bin wegen gestern Nacht. Tja, da frönt man einmal seinem Laster, was? Und schon haben sie ein paar Gramm Koks an der Backe und ein leichtes Mädchen auf dem Schoß sitzen, der Klassiker. Diese Fotos dürfen nicht publik werden. Ich mag nicht dran denken, was das Leslie antun würde. Leslie? Ja. Und dass Sie kurz vor der nächsten Wahl und der Wahlkampagne stehen, ist nicht wichtig, oder? Doch, das ist auch wichtig. Aber so oder so, ich brauche diese Fotos und ich bezahle sie dafür. Ist das ein Auftrag? Ja. Wie Sie meinen, okay. Gut, sehr gut. Und ich muss nicht erwähnen, dass dieses Gespräch nicht stattgefunden hat, oder? Ich habe verstanden. Auch nicht das Pokerspiel. Geiler Wagen für einen Bürgermeister. Ja. Der Typ hat Dollarzeichen in den Augen. Aber die ganz großen. Ist das nicht ein bisschen früh für sowas? Flitterwochen. Stell dir vor, du wärst irgendwo am Strand. Dann geh jetzt rauf und zieh dir ein Bikini an. Oh. Mal sehen, was wir nach dem dritten Drink wollen. Aber vorher will ich noch die Jungs anrufen. Wer weiß, ob die zwei noch leben. Nein, lass das. Einen ganzen Tag wirst du doch durchhalten. Du musst lernen, auch Pausen zu machen. Hallo. Hey. Oh, mein Rücken. Grandpa, was ist mit dir? Oh, weißt du, er hat sich den Rücken verrenkt. Wie geht's dir, Schätzchen? Alles bestens. Steckt eine Tequila-Flasche im Mixer? Tinny, wie wär's, wenn du ins Büro gehst und den Jungs etwas hilfst? Ich sollte mich lieber um Mel kümmern. Gut, werde ich bezahlt? Ja, ich zieh's dir von der Miete ab. Bis später, Grandpa. Und gute Besserung. Danke, Liebes. Jetzt muss ich schon meine Enkelin anlügen. Sie wird's überleben. Hast du Lust auf Mikrowellen-Kokos-Shrimps? Gute Idee. Also, Lance, du hast gestern die ganze Nacht vor dem Restaurant gearbeitet? Wenn man das so nennen kann. Ich habe mir die Füße in den Bauch gestanden und nicht mal was zu essen bekommen. Ja, das ist mies. Die interessiert nur, ob du Gäste ranbringst, was? Und, ist dir was aufgefallen? Ja, da haben drei Callgirls in der Gasse gewartet. Wirklich? Wie sahen die aus? Naja, die waren schon echt dürftig bekleidet. Da war noch so ein kleiner, verrückter Typ dabei. Und wo sind die hin? Der Typ ist zu Fuß weggegangen und die Mädels sind mit dem Taxi weggefahren. Wenn dir noch irgendwas auffällt, egal was, ruf mich an, okay? Bis dann. Danke. Eine Sache war schon etwas merkwürdig. Da waren Anzugträger. Zwei Anzugträger in einem Van. Was haben die gemacht? Nur beobachtet. Und wen? Die Mädels? Keine Ahnung. Sahen wie Drogenfahnder aus. Okay, Lance, danke. Verdammt, was suchen wir denn hier? Das ist doch ekelhaft. Wir suchen nach Beweisen, mein Lieber. Wirklich? Im Müll vom Restaurant, das überfallen wurde. Der wirft die Waffe doch nicht hier weg. Stell dir doch mal vor, du wärst ein Blödmann, der Panik hat nach so einem Überfall. In einen Blödmann mit Panik müsstest du dich doch leicht reinversetzen können. Hey, ich bin studierter Anwalt. Ich verstehe Kriminelle gut. Siehst du? Was habe ich gesagt? Kommt dir das bekannt vor?
Das dürfte der Overall sein, den der Räuber gestern anhatte. Schau mal nach, ob du einen Einnäher vom Hersteller findest und überprüf alle Läden in St. John's, die solche Overalls verkaufen. Vielleicht haben wir Glück. Wäre ja möglich, dass der Typ so dumm war, mit Kreditkarte zu bezahlen. Ist das nicht der Richter von gestern? Da hat wohl nicht nur der Bürgermeister Schiss wegen der Fotos. Aber vielleicht wollte er auch Spuren verwischen und wir sind ihm zuvor gekommen. Bis später. Wo willst du hin? Christian, überprüf die Overalls und sieh dir den Richter mal näher an. Tu was für dein Geld, Bruder, oder du fliegst. Des, hör auf damit! Ich versuche hier diesen langweiligen Mist zu erledigen. So werde ich nie befördert, wenn ich nur auf dem Sofa sitzen darf, während der Neue sofort einen Einsatz kriegt. Ja, aber was sagt Onkel Jake immer? Dass ich die Klappe halten soll? Nein, das andere. Dass ich unnatürlich lange Arme habe? Nein, zeig Initiative. Unternimm doch selber was. Nein, nein, dann brüllt er mich immer nur an. Das wird er aber nicht machen, wenn du ihm Ergebnisse lieferst. Okay, wie wäre es mit Jean Francis? Ich weiß nicht. Sie leitet eine Stiftung in der Stadt. Besuch die mal und fang an zu ermitteln. Zeig deine Unabhängigkeit. Ja, warum nicht? Unabhängigkeit. Kommst du denn mit, Tini? Klar. Gut, gut. Da bist du ja. War eine lange Nacht. Ich würde gern gleich mal unter die Dusche springen. Ich würde dir ja einen Kaffee anbieten, aber ich habe keine Milch. Ich habe die Nase voll davon, im Hotel zu leben, wirklich. Wenn wenigstens einer von uns eine Wohnung hätte. Ja. Dann hätten wir ein wenig mehr Platz oder sogar eine Küche. Wir? Ich mach dir keinen Druck. Aha. Ich wollte damit nur sagen, dass ich in einem Hotel wohne und du in einem Büro. Also, ich find's hier gut. Mir gefällt's. Es gibt ein Zimmermädchen, das aufräumt. Man kann sich was bestellen. Ist doch echt angenehm. Jake. Worauf willst du hinaus? Ich werde dich nicht fragen, ob du hier mit einziehst oder sowas. Oder sowas. Ich wollte nur sagen, dass ich keine Lust mehr habe, aus dem Koffer zu leben. Mehr nicht. Ach ja, ich hab was für dich. Okay. Ich meine, ich habe es jetzt gerade nicht hier, aber... Was ist es denn? Es ist ein Geschenk. Und ich werde es dir geben, aber es wird noch etwas dauern. Also für die Zukunft. Deine Geschenkankündigung macht nicht viel Sinn, wenn danach nicht auch das folgt, wovon du gesprochen hast. Lass dich nicht ärgern. Hm. Bis dann! Hey. Nein, 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 nein. Schlaf weiter. Schon okay. Schlaf weiter. Ich wollte sowieso aufstehen. Nein, du hast die ganze Nacht gearbeitet. Ich gehe gleich wieder. Ich habe meinen Terminkalender gestern vergessen. Ich dachte, du wolltest wieder herkommen in der Nacht. Aber ich war doch mit den Jungs unterwegs. Das habe ich dir doch gesagt. Oh ja, okay. Du müsstest bessere Termine bekommen. Du bist der Bürgermeister. Na schön, ich habe danach noch ein bisschen was getrunken und bin dann bei mir gelandet. Ich kann ja nach der Arbeit kommen, wenn es nicht zu spät wird. Okay. Schlaf jetzt. Wie ist die neue Corvette? Die kostet doch ein Vermögen. Ach, die habe ich geleast. Oh. Du denkst, ich habe sie gekauft? Ist nur wegen der Optik. Die Wähler sehen einen so als Gewinner. Ich gebe sie nach der Wahl zurück. Oh, hier. Die Schlüssel sind für dich. Bis dann. Ich war in drei Läden wegen dem Overall und... Psst, halt die Klappe! Tür zu! Ich habe die angerufen und gesagt, ich wäre ein Banker. Noch lauter. Zieh die an. Ich müsste eine Überweisung prüfen. Hat funktioniert. Schön für dich. Super. Was hast du gesagt, wie der Typ heißt? Harry Holden, Hilfsarbeiter, ist vorbestraft ohne Ende. Fast nur wegen Diebstahl. Sieh dich mal um. Durchsuch die Schubladen, die Schränke. Vielleicht findest du ja mein Collier. Ich weiß nicht. Die Sachen von anderen durchzustöbern, ist abartig. Du musst dich ja nicht so lange bei der Schublade mit seiner Unterwäsche aufhalten. Bingo, die Tasche. Klasse. Wo ist das Collier? Weiß ich noch nicht. Ich muss erst mal nachsehen. Ist nicht mehr da. Verdammter Mistkerl! Hey. Wow! Komm wieder runter. Er muss es schon verkauft haben. Wow. Auch nicht schlecht. Der Bürgermeister wird sich freuen. Ja.
Vielleicht hat er die wertvollen Sachen woanders versteckt. Das Beste verstecken die Leute doch immer unter der Matratze. Unmöglich. Oh mein Gott. Was ist? Das dürfte Harry Holden sein. Ein Termin, ja, von mir aus, sagen wir so in 10 Minuten. Dann hole ich mir einen Kaffee und komme gleich wieder. Ich bringe Ihnen auch einen Milchkaffee mit. Ohne Milch? Das, komm her. Das ist diese Frances mit dem Bürgermeister. Oh, und da ist sie mit einem Papageientaucher, cool. Der Bürgermeister war bei dem Pokerspiel dabei. Mach ein Bild davon, die beiden kennen sich. Okay. Entschuldigung, kann ich helfen? Ich bin Des Courtney von Doyle und Courtney Investigations. Können Sie mir ein paar Fragen über gestern Nacht beantworten? Für wen arbeiten Sie? Für eine beteiligte Person. Gut. Okay, ich habe wegen der Sache die ganze Nacht nicht geschlafen. Sie haben nicht zufällig die Fotos, oder? Nein, aber wir arbeiten dran. Okay. Ich weiß auch nicht, wieso ich das tue. Glücksspiel. Es überkommt mich immer wieder. Das ist ein Problem, ich weiß. Das geht mir auch immer so, mit Erdbeeren. Ich sag, ich esse höchstens die halbe Schale und dann esse ich alle. Mein Kollege will damit sagen, wir haben alle ein Laster. Ja, aber Sie können sich gar nicht vorstellen, was diese Fotos für meine Stiftung bedeuten können. Wir finden sie. Keine Sorge. Tja, danke sehr, dass Sie vorbeigekommen sind. Oh, Miss Frances, Sie haben das verloren. Ach, behalten Sie ihn, ich habe noch mehr. Ich unterstütze den Bürgermeister, die Stadt braucht jemanden wie ihn. Sie sollten ihn auch wählen. 2 Schüsse durchs Brustbein, wahrscheinlich eine Kleinkaliberpistole. Willst du mir verraten, was du hier getan hast? Wir haben nur versucht, etwas zurückzubekommen, was mir gehört. Ein Diamantenkollier. Ach, wirklich? Und, was ist das hier? Eine verblüffende Ähnlichkeit. Das war nicht so, wie es aussieht. Wir waren auf einer Party, also ähnlich. Wir haben gearbeitet. Oh ja, man sieht, dass du sehr schwer arbeitest. Das war nicht unsere Callgirls. Du bist keine Hilfe. Lass es mich dir erklären. Das Einzige, was ich noch von dir brauche, ist eine Aussage auf dem Revier. Falls notwendig. Klar. Auf jeden Fall. Ich freue mich. Ich freue mich. War eine gute Idee, die Callgirl-Fotos abzufotografieren, bevor die Cops auftauchten. Ja, stimmt. Druckst du sie für mich aus? Ich muss mal telefonieren. Wie würde Leslie aussehen, wenn sie sowas anhätte? Wie bitte? War ein Witz, Jake. Na toll. Übertreib's nicht. Der schmeckt sehr schön nach Eichenfass. Siehst du, wir müssen im ersten Stock einfach nur 3 Wände entfernen. Das Bad wird für den Whirlpool erweitert und wir haben Ruhe. Ja, aber ich glaube nicht, dass es den Kindern gefallen wird, ihre Zimmer zu verlieren. Daran habe ich gedacht. Wir werfen Christian raus, Cindy kriegt das kleine Zimmer, Des kriegt das alte Büro und wir tauschen die Schlüssel aus. Das in der Garage? Wir kaufen den Heizofen. Du hast hoffentlich nicht vor, wieder bei uns einzuziehen, oder? Was? Auf keinen Fall. Gut. Kommst du auch mal wieder arbeiten? Vertrag dich mit deinem Bruder. Ja, wir vertragen uns ja. Antworte lieber. Kommst du arbeiten oder nicht? Hör zu. Nutz diese wertvolle Zeit miteinander. Bist du betrunken? Was? Nein, das sind die Tabletten, wie? Jake. Und er braucht seine Ruhe, sagt der Arzt. Hä? Was machst du denn? Wir nehmen den 21 Jahre alten Single Malt und nehmen dann einfach Plan B. Des und Tinny ziehen bei Jake ein. Oh, nett. Was hast du da? Das echte Foto vom Bürgermeister? Das ist ein Beweismittel in einem Mordfall. Er wollte nicht, dass Leslie es sieht. Ich weiß nicht, was du dir dabei denkst, aber mein Bauch sagt mir, dass es dir nicht nur um Leslie geht. Sag deinem Bauch, er soll die Klappe halten. Es ist doch offensichtlich. Du bist eifersüchtig auf den Bürgermeister. Das kann ich verstehen. Er sieht gut aus, hat Macht. Christian, hör auf, mich zu nerven. Ich bin dein älterer Bruder, das ist mein Recht. Konzentrier dich lieber darauf, das Collier von meiner Freundin zu finden. Was willst du? Okay, nicht ausflippen. Ich bin zu Jean Frances gefahren und bin noch da. Jean Frances? Wer hat dir gesagt, dass du irgendwas machen sollst? Ich kann meine Quelle nicht preisgeben. Ich weiß nicht weiter. Das hat sie gut ausgequetscht. Sie hat gesagt, dass sie spielsüchtig ist. Und er hat ein Foto von ihr mit dem Bürgermeister. Wirklich? Vielleicht geht deren Verbindung weiter, als wir dachten. Sie hat gesagt, sie unterstützt ihn.
Und was soll ich jetzt tun? Gib mir Tini wieder ans Telefon. Recherchiere mal über Jean Francis und über ihre Stiftung. Vielleicht hat sie einen Grund, die Pokerrunde überfallen zu lassen und hat sie in Auftrag gegeben. Okay. Hey, hör zu. Ist okay, wenn Christian mit dir arbeitet, aber ich muss sagen, ich finde, ich habe verdammt nochmal die älteren Rechte und wir wollen ja die Gewerkschaft da nicht mit reinziehen, aber... Hallo? Hallo? Jake, Jake. Also, wir haben von allen ein Foto, nur vom Richter nicht. Wo ist seins? Vielleicht hat der Räuber es verloren. Oder vielleicht hat der Richter den Räuber engagiert und er hat sein Foto schon zurückbekommen. Er tauchte auf, als wir den Overall gefunden haben. Vielleicht wollte er ihn holen und seine Spuren verwischen. Aber wieso lässt der Kerl eine Pokerrunde überfallen? Keine Ahnung, wer weiß. Vielleicht braucht er Geld, wenn er Schulden hat. Spielschulden zum Beispiel. Du kriegst noch einen Hirntumor, wenn du immer an dem Ding hängst. Hi. Ich hab von dem Räuber gehört. Haben Sie mein Foto? Nein, noch nicht. Aber ich werde es schon finden. Keine Angst. Sehr gut. Ich weiß das zu schätzen. Haben Sie Leslie irgendwas erzählt? Sie hat mich heute Morgen gefragt, was ich gemacht habe letzte Nacht. Tja, Herr Bürgermeister, wie wäre es, wenn Sie es ihr einfach sagen? Ja, aber der Zug ist wohl abgefahren. Ich hoffe, dass ich mich auf Ihre Diskretion verlassen kann. Ich werde Ihnen Bescheid geben, wenn ich was weiß. Ja, gut. Was ist? Ich weiß nicht. Ich komme mir irgendwie wie ein Spielball vor oder sowas. Komm, wir schnappen uns den Richter. Ich hätte nicht gedacht, dass er uns empfängt. Der kennt uns nicht mal. Vielleicht erwartet er jemanden, den er nicht kennt. Wer weiß das schon? Was wollen Sie? Hallo, Richter Nelson. Wir haben uns beim Pokerspiel gestern Nacht kennengelernt und wir haben uns heute früh noch mal gesehen. Ich weiß, wer Sie sind. Ich habe Ihre Nachrichten erhalten und die Antwort bleibt nein. Was für Nachrichten? Wir haben Ihnen keine Nachrichten zukommen lassen. Ja, klar. Sie tauchen bei dem Spiel auf und wir werden überfallen. Und Sie holen den Overall von Ihrem Kumpel aus dem Müll. Nein, nein, Sie bringen was durcheinander. Wir arbeiten nicht für den Kerl, der Sie überfallen hat. Wir haben ihn heute tot aufgefunden. Was? Wollen Sie mir auf diese Weise noch drohen? Nein, euer Ehren, ist mir ganz egal, was Sie mit dem Foto machen. Ich lasse mich nicht erpressen. Das können Sie dem Feigling ausrichten, der Sie geschickt hat. Was? Sie werden erpresst? Sie verwechseln uns mit jemand anderem, Kumpel? Nennen Sie es, wie Sie es wollen. Die Antwort ist nein. Und jetzt hauen Sie ab. Oder ich lasse Sie rauswerfen. Wir sollten tun, was der Mann sagt. Gute Arbeit. Jetzt denkt der Richter, dass wir ihn erpressen. Immerhin wissen wir von der Erpressung. Und wer auch immer das macht, weiß, wo mein Collier ist. Ach komm, es geht doch nicht um das Collier. Es geht um deinen Hass auf den Bürgermeister. Schon als Kind warst du sauer, wenn du falsch lagst. Wenn ich falsch lag? Verdammt, wovon redest du da überhaupt? Hallo? Hey. Vielleicht übertreibe ich, aber ich glaube, ich werde beobachtet. Du bist scharf und blond. Klar wirst du beobachtet. Ich meine das ernst. Ich bin sicher, ich werde überwacht. Naja, ich rufe dich in ein paar Minuten zurück, okay? Was ist los? Leslie denkt, dass sie jemand beobachtet oder verfolgt. Hast du sie gevögelt? Wie bitte? Leslie, immer wenn du was verbockt hast, übertreibst du und denkst, du musst demjenigen helfen. Kümmer dich um deinen Scheiß, ja? Deswegen hast du Niki geheiratet. Schon vergessen? Wie viele Colliers hat das gekostet? Jetzt reicht's! Du benimmst dich wie ein Zweijähriger! Hey, lassen Sie ihn! Was soll das? Okay. Und ich vermute mal, ihr zwei seid nicht von hier, oder? Tja. Mr. Doyle, ich bin Inspektor Tarrant. Entschuldigen Sie uns einen kleinen Überfall. Fats, aha. Eine Frage, sind Sie auch die Typen, die Leslie Bennett verfolgen? Das geht Sie nichts an. Okay. Wir wissen, dass Sie gestern in einem bestimmten Restaurant waren und für den Bürgermeister arbeiten. Tja, das geht Sie nichts an. Sehen Sie, ist nicht so nett, wenn man sowas zu hören bekommt. Vergessen Sie den Fall, Mr. Doyle. Worum geht's überhaupt? Ich meine, der Räuber ist tot und ein Richter wird erpresst. Es ist besser, wenn Sie nichts wissen. Also geht's um den Bürgermeister, nicht wahr? Hinter ihm sind Sie her. Auch auf die Gefahr hin, unhöflich zu Ihnen zu sein. Das geht Sie gar nichts an. Halten Sie sich raus. Hallo?
Bist du okay? Ich wollte schon die Cops anrufen. Nicht nötig, es waren Cops, die mich mitgenommen haben. Was wollten die? Dass wir unseren Fall nicht weiterverfolgen. Ich weiß nicht wieso, das wollten die nicht sagen. Wir müssen rausfinden, wer diesen Richter erpresst. Ich konnte dich nicht zurückrufen. Was ist denn passiert? Ach, ich bin nur verhaftet worden. Kurz. Wieso das denn? Wir fanden doch nicht nach dir. Das waren nicht deine Leute, sondern die Feds. Dann folgen die mir also. Wieso sollten die dir folgen? Du hast doch nichts zu verstecken, oder? Nein. Ich rufe wieder an. Was ist? Ich habe mir die Prozessliste angesehen. Von unserem Richter. Er leitet einen Untersuchungsausschuss. Wegen Provisionen an Mitarbeiter der Stadt. Es geht um 20 Millionen. Wirklich? Hey! Freust du dich nicht? Ich hab dich nicht erwartet. Ich war in der Nähe und wollte vorbeikommen. Hallo sagen. Und, wie ist dein Tag? Gut oder schlecht oder? Durchschnittlich. Böse Kerle lügen einen an. Wie immer. Ach ja, weißt du zufällig, woran Jake Doyle gerade arbeitet? Nein, keine Ahnung. Wieso fragst du? Naja, ein Freund hat ihn beauftragt und ich frag mich, wie diskret er so ist. Jake? Ja. Wenn man ihn darum gebeten hat, würde Jake nie jemandem etwas sagen. Gut, das habe ich mir gedacht. Es sei denn, ich frage ihn. Okay. Ich muss jetzt wieder arbeiten. Ja, klar. Einen schönen Tag. Danke. Bis dann. Hi, wir wissen jetzt eine Menge über Jean Francis. Ja, sie stammt aus einer steinreichen Familie. Die haben mit einer Kiesgrube angefangen und Millionen gemacht. Und sie hat sehr viel geerbt. Dann hat sie es wohl nicht nötig, eine Pokerrunde überfallen zu lassen. Grabt da ihr weiter. Sucht nach einer Verbindung zwischen ihr und dem Bürgermeister oder der Stadt. Ich glaube, ich weiß, wen wir jetzt besuchen. Was ist? Ich werde wohl nie ein guter Detektiv. Was hat Christian, was ich nicht habe? Das ist eine sehr schwierige Frage. Die zwei sind Brüder. Ja, 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 aber doch nur genetisch. Wenn es sein muss, spende ich Jake auch Blut. Okay, wie wär's, wenn du zu allen Leuten hier versuchst, was rauszufinden? Ja? Ja, denk nach. Okay. Lass es, lieber nicht. Sieht aus, als würde es dir wehtun. Schnapp sie dir, Tiger. Ja, gut, okay. Und, mit wem fange ich an? Jake, mein Junge, wie geht's dir? Ich wollte fragen, an welchem Fall du bist. Brauchst du Hilfe? Ja, ich könnte deine Hilfe brauchen, ganz klar. Und wie läuft's mit Christian? Vertragt ihr euch? Das solltet ihr, ihr seid Brüder. Wir kommen zurecht. Er macht seine Sache ziemlich gut, aber sag's ihm nicht. Weißt du, als du geboren wurdest, habe ich gehofft, dass ich eine zweite Tochter bekomme. Aber man muss das Beste draus machen. Dad, wie viele Tabletten hast du genommen? Rose trägt Stiefeletten. Nein, die Tabletten für deinen Rücken. Wie viele hast du genommen? Kein Netzempfang. Und tschüss. Hallo? Was wollen wir hier? Was hast du gesagt? Dass ich froh bin, dass Jake keine Tochter ist. Oh Gottes Willen. Warte hier. Wieso? Was hast du vor? Etwas, was ich schon früher hätte machen sollen. Ich muss mit Ihnen reden. Dann machen Sie schnell, Jake. Gut. Jemand benutzt die Fotos von der Pokerrunde, um einen Richter zu erpressen. Und wegen Provisionen an Mitarbeiter der Stadt leitet dieser Richter einen Untersuchungsausschuss. Blöd, nicht? Sie wissen nicht zufällig was darüber, oder? Der Ausschuss ist nicht öffentlich. Sagen Sie mir jetzt, ob Sie darin verwickelt sind. Ich wollte, dass Sie das Foto finden. Wieso sollte ich das tun, wenn ich dahinter stecke? Keine Ahnung, vielleicht weil Ihr Erpresser den Spieß umgedreht hat. Wegen sowas tötet man auch mal jemanden. Töten? Sie sind verrückt. Ich bin der Bürgermeister von St. John's. Ich lasse niemanden töten. Hören Sie mir gut zu. Ich will, dass wir uns in einem Punkt ganz klar verstehen. Wenn Sie in irgendeiner unschönen Sache drinstecken und Leslie damit reinziehen. Okay, ich verstehe Sie. Sie wollen Leslie beschützen. Aber glauben Sie mir, sie braucht sie nicht. Ach, wirklich? Leslie ist was Besseres als Sie. Und das weiß sie auch. Was haben Sie gerade gesagt? Sie hat Niveau. Hören Sie auf zu träumen. Sie machen sich lächerlich. Sehen Sie mich an. Sehen Sie mich an! Wenn ich rausfinde, dass Sie krumme Dinger drehen oder irgendwelchen Dreck am Stecken haben und sie Leslie wehtun, werden wir diese Unterhaltung fortführen. Jake. Tini, Tini! Was ist? Nicht zu fassen, ich glaube, ich habe jetzt gerade die ultimative Spur gefunden. Jetzt freu dich doch ein bisschen.
Wieso? $81.000 in bar bezahlt? Das können wir ja morgen ansprechen. Gut, dann sind wir uns einig. Bis dann. Komm schon, Jake. Der Richter wird uns achkantig rauswerfen lassen. Ach, der weiß, wer der Erpresser ist. Wie kommst du darauf? Er hat uns gesagt, was wir dem Feigling ausrichten sollen. Also weiß er auch, wer der Feigling ist. Das wird er uns aber nicht verraten. Also lass uns von hier verschwinden, bevor uns jemand sieht. Christian? Was? So wird er keine Provisionszahlungen an Mitarbeiter der Stadt untersuchen. Richter Nelson ist getötet worden. Oh mein Gott. Es war das gleiche Kaliber wie bei Harry Holden, also hat der Täter beide umgebracht. Was ist das denn alles? Das hat losgelegt. Er hat alles ausgegraben, was über jede einzelne Person zu finden war. Gute Arbeit. Er hat so viel rausgefunden. Das ist echt super. Ja, als erstes habe ich mich um das Vermögen der Familie von Jean Francis gekümmert. Oh. Warte mal kurz. Hi. Hey. Leslie, ich muss dir was sagen. Du ich habe Bill geschlagen. Ja. Er hat's dir bestimmt gesagt. War ja klar. Nein, er hat dein blaues Auge und sich mit dir getroffen. Du weißt das. Musst du mir sonst noch etwas sagen? Ja. Komm doch bitte rein. Jake, nur weil er Poker spielt und sagt, er war beim Hockey, heißt nicht, dass er korrupt ist. Er weiß, wie ich denke. Ja. Und eine Menge Typen würden auch behaupten, sie hätten den Wagen geleast, obwohl sie ihn bar bezahlt haben. Dass der Richter Provisionszahlungen untersuchen wollte, heißt nicht, dass er fündig geworden wäre. Und auch nicht, dass er deshalb erpresst wurde. Ja. Du denkst anders darüber. Es ist egal, was ich denke. Bill würde niemanden umbringen. Gib ihm das zurück. Er wird's mir erzählen, wenn er soweit ist. Sie hält zu ihm, nicht wahr? Ja. Aber ich bin sicher, er ist es nicht wert. Onkel Jake? Oh, ja, richtig. Entschuldigt. Das mach weiter. Als erstes habe ich das Vermögen der verschiedenen Generationen der Familie und den Wert der von Ihnen betriebenen Firmen zusammengerechnet. Und dann habe ich die Summe mit dem Ergebnis von dem Richter verglichen, damit wir... Komm endlich zur Sache. Okay, okay. Also, nachdem Bürgermeister Clark gewählt wurde, hat die Betonfirma Newfoundland Concrete zig Geschäfte mit der Stadt gemacht. Ja, und zwar 12 Millionen Dollar allein im letzten Jahr. Das sind viele Bürgersteige. Man sieht ihre LKWs überall. Newfoundland Concrete gehört der Familie von Jean Francis. Wirklich? Woher hast du das Bild? Von der Stiftung. Ich hab dir doch gesagt, da hängt ein Bild von Jean mit dem Bürgermeister an der Wand. Ja, aber hier ist noch was interessant. Gib mir bitte mal Harry Holdens Porträt. Okay, komm sofort. Hey, hey. Das letzte Mal, als ich Harry gesehen habe, war er tot. Aber ich bin ziemlich sicher, dass er das hier ist. Das? Sehr gute Arbeit. Wirklich hervorragend. Danke, danke. Oh Mann, weißt du, Jake, wegen der Beförderung habe ich mir gedacht, ich sollte mal zeigen, was ich alles drauf habe. Ja. Hey, Kumpel. Ja, ich bin's. Du wirst es nicht glauben. Aber dein alter Freund, Bürgermeister Clark und Jean Francis, sind hier, im Lucky Dragon am Spieltisch. Nur leider kann ich die Call Girls nirgends sehen. Okay, sorg dafür, dass sie da bleiben. Ich komme. Jean Francis und der Bürgermeister sitzen wieder beim Pokern. Wie können die sowas tun nach zwei Morden? Weil Spieler spielen? Ich glaube, da geht's nicht nur ums Spiel. Gib mal her. Dann mal los. Ja, hallo zusammen. Walter, hey. Rutsch rüber. Sag mal, kannst du mir ein paar Dollar leihen? Nein, kann ich nicht. Und, wie läuft's, Bill? Alles bestens. Mann, bin ich froh, dass alle hier sind. Wir spielen ja nicht um Streichhölzer. Ihre schöne weiße Weste steht auf dem Spiel, nicht wahr? Tja, jetzt haben wir die Bilder bekommen und es ist nett, dass Sie sie für uns besorgt haben. Also danke. Oh nein, nein, nein. Das sind nicht die ersten Abzüge. Wissen Sie, die Cops haben die Originale. Wirklich? Ja, die Cops. Cops. Wie Leslie Bennett, die kennen Sie doch, oder? Sie hat sie gesehen. Sie weiß Bescheid über die Erpressung, den toten Richter.
Sie weiß auch vom Untersuchungsausschuss in Sachen Stadt. Aber die Cops ermitteln jetzt nicht nur, wer die Schmiergelder angenommen hat. Sie suchen natürlich auch nach der Person, die schmiert. Wieso sehen Sie mich dabei an? Sehr gute Frage. Harry Holden, kennen Sie. Der Kerl mit der Maske, der Waffe. Überfällt die Pokerrunde und macht schöne Fotos von allen. Mit heißen Weibern. Bis ihn einer umbringt. Sie kennen ihn. Nein, den Mann kenne ich nicht. Von mir werden Fotos mit vielen Leuten gemacht. Ich leite eine Stiftung. Mhm. Ihnen gehört auch Newfoundland Concrete, nicht wahr? Ich bin neugierig. Wie viel Geld würden Sie verlieren, wenn Sie die Leute von der Stadt nicht mehr schmieren könnten? Oder wenn Sie ins Gefängnis müssten, wegen Betrug zum Beispiel? Ich weiß gar nichts darüber. Ich habe in meinem ganzen Leben noch niemals Schmiergeld angenommen. Ach, wirklich? Ja. Ist das wahr, Jean? Dann stehen Sie also ganz allein da. Lassen Sie mich raten. Da war Harry. Er hatte die Waffe und hat Sie damit bedroht. Er wollte den Spieß umdrehen. Sie sind an die Waffe gekommen und haben ihn getötet. Und bei dem Richter, was war da? Wollt ihr nicht mitspielen? Nein. Zweiter Mord. Niemand rührt sich hier von der Stelle. Was wollen Sie tun? Uns alle erschießen? Nur Sie, wenn Sie nicht die Klappe halten. Jake? Ja, schon unterwegs. Geben Sie her. Weg da! Macht schon! Seien Sie nicht blöd, Jean! Wo wollen Sie denn hin? Ich gehe nicht ins Gefängnis! Ich glaube, das wird Ihnen nicht erspart bleiben. Es geht nicht nur um mich. Da hängen eine Menge Leute mit drin. Okay, damit können wir was machen. Wir können mit den Feds reden und für Sie einen Deal aushandeln. Ich habe zwei Leute umgebracht. Da machen die keinen Deal. Ich wollte nicht, dass es so läuft, aber ich wäre in Ungnade gefallen. Okay, Jean. Ich komme jetzt raus. Nicht schießen, okay? Jean. Sie sollten sich lieber stellen. Nein! Hören Sie bitte auf zu schießen! Jean! Was hat sie gesagt? Dass da noch andere mit drin hängen. Sie waren nicht allein. Mussten Sie sich unbedingt einmischen, Doyle? Verraten Sie mir, was passiert ist. Ich glaube, ich habe das selbst nicht ganz verstanden. Und? Wie hat dir dein freier Tag gefallen? Hat er dich umgebracht? Es hat mir Spaß gemacht. Ehrlich? Hm. Ich hätte gerne Lohnerhöhung oder wenigstens einen Schreibtisch. Das, provozier's nicht. Grandpa, dir geht's ja wieder besser. Was? Oh ja. Schön, dass du das Kranksein genossen hast. Obwohl ich glaube, dass du es gefaked hast, damit Jake und Christian mehr Zeit zusammen verbringen. Hab ich recht? Dir kann man nichts vormachen. Und wie ist es gelaufen? Wer hat wen umgenietet? Ich habe den Fall gelöst, um ehrlich zu sein. Abgesehen davon, dass Jake den Bürgermeister verprügelt hat, lief's ganz gut. Was ist? Ich mag's, wenn du hier bist. Niemand hält dir eine Pistole unter die Nase, keine wilde Verfolgungsjagd. Sieh dir den Kontostand an. Unter einer Brücke zu schlafen ist nicht so schön. Hm. Okay, du hast recht. Hey, ich habe schon gehört, ist ja furchtbar. Ja, es war ziemlich übel. Bill wusste nichts davon. Von dem Schmiergeld, das weißt du, oder? Ja, hat er mir auch gesagt. Wie auch immer. Du hast nicht zufällig etwas bei mir zu Hause abgegeben, wie ein Collier oder sowas? Ja, wir haben einen Pfandschein in Harry Holdens Wohnung gefunden. Danke dir, du hast was gut. Es wird dir sicher gut stehen, sie können sich glücklich schätzen. Gute Nacht. Jake Doyle. Nacht, Leslie Bennett. Wer war das? Ein Freund. Du solltest deine Freundschaft mit Jake überdenken. Ich traue ihm nicht, Schatz. Das sagst du. Ich weiß, ich habe dir neulich nicht die Wahrheit gesagt.
Und ich weiß, dass ich wohl ein Problem mit Glücksspiel habe, aber du kannst mir vertrauen. Ich will, dass du das weißt. Tust du's? Denkst du noch, der Bürgermeister hängt mit drin? Ich denke, dass ich vielleicht eifersüchtig bin und wollte, dass er mit drin hängt. Wer weiß. Man wird sehen. Aber es war mir echt ein Vergnügen, mit dir zu arbeiten. Tut mir leid, dass ich fast dein Collier verloren hätte. Technisch gesehen hast du es nicht fast verloren, du hast es verloren, aber wir haben es ja wieder. Also, cheers. Cheers. Na gut, ruf mir ein Taxi, ja? Ruf dir selber eins. Ruf dir selber eins. Schlaf gut. Wunderschön. Dass es geklaut wurde und im Pfandhaus war, finde ich toll. Ist doch sehr romantisch. Ach ja? Und macht dich das irgendwie an? Ja, tut es. Habe ich schon gesagt, dass es bei der Polizei in der Asservatenkammer weggesperrt war? Wirklich? Was für ein Aufwand. Schade, dass es Glas ist. Was? Wir sehen. Er hat's ausgetauscht. War ein Witz. Oh, du bist ja gemein. Aber das macht mich an. Ja. Shut up.